Was geht, meine Freunde? Heute gibt es bei den Sunny Seven hoch hinaus, denn es gibt meine Most Wanted Mega Flug Pokémon für Sun and Moon. Und wir wissen immer noch nicht, ob es neue Mega Pokémon geben wird. Mega Pokémon werden auf alle Fälle weiterhin existieren, so wie es eigentlich schon klar wie Kloßbrühe. Allerdings wissen wir nicht, ob es neue Megas geben wird. Und hier sind meine Top 7 Mega Pokémon vom Typ Flug, die ich mir wünschen würde. Natürlich wieder ohne legendäre Pokémon, die habe ich mal außen vor gelassen. Es gibt viele Flug Pokémon, die legendär sind. Die sind nicht mit hier drin, ich habe bloß normale Pokémon genommen. Und wenn es euch gefällt, lasst bitte ein Like da und wir legen los mit Platz Nummer 7. Platz Nummer 7 geht an die Bosskrähe. Der Bosskrähe, nämlich an Honchkrow oder Kramchef. Kramchef kam in Generation 4 als Entwicklung von Kramok und ist ein richtig, richtig cooles Pokémon. Es sieht ziemlich bossartig aus, es ist wirklich so ein Mafioso-Boss, ziemlich italienische Mafia angehaucht und es ist richtig cooles Pokémon. Es kann ordentlich reinhauen mit Brave Bird oder mit Sucker Punch, hat sogar die Option auf einen Prior Move, dazu noch der Ruhr zum Heilen und es hat die Hitzewelle als speziellen Move, genauso wie die Finsteraura. Man kann es also ziemlich gut spielen, man kann auch ziemlich überraschende Sets damit bauen, finde ich, und darum ist Kramchef mein Platz Nummer 7. Platz 6. Werner Grifeldis bei den Mega Unicht Pokémon und dieses Mal geht's zum Counterpart, nämlich Waschaquil. Waschaquil kam in der 5. Generation dazu und war wiedererwartend nicht das Stadtflug-Pokémon, sondern es kam erst ziemlich spät in der Region und man musste es auf Level 54, dachte ich sogar, trainieren, damit sich es weiterentwickelt. Aber nichtsdestotrotz sieht es richtig, richtig cool aus. Es ist halt sehr amerikanisch angehaucht. Man hat auf der einen Seite diesen Geier, auf der anderen Seite diesen Adler. Man sieht dieses amerikanische Thema von Generation 5 da in diesen beiden Flug-Pokémon ziemlich gut. Und Waschaquil gehört auch heute noch zu einem meiner Lieblingsflug-Pokémon. Es ist nicht das stärkste Flug-Pokémon. Ich habe auch bewusst Pokémon wie Fiaro und Staraptor hier rausgelassen, weil sie schon ziemlich stark sind in ihrer normalen Form. Aber ein bisschen Power fehlt unserem kleinen Waschaquil noch. Und deswegen mein Platz Nummer 6. Und ich hoffe, ihr seht das auch so. Platz 5 geht an den Startvogel der 3. Generation, nämlich an Schwalboss. Schwalboss ist ein cooles Pokémon. Es ist verdammt schnell. Es hat die Fähigkeit, mit Adrenalin und Fassade ordentlich Damage zu machen. Allerdings ist es die Glaskanone in Person. Wenn ich weiß, was eine Glaskanone ist, es kann viel Damage drücken, hält aber nichts aus. Und hier würde ich mir echt wünschen, ein kleines bisschen mehr Attack, ein kleines bisschen mehr Init und dann die restlichen Statuswerte an der Mega-Evolution gerne in die Defense und in die Special-Defense, damit es wirklich mal einen Hit tanken kann, man sagen kann, okay, es ist ein gutes Pokémon, es hat was drauf und ich finde Schwalboss so schon cool und Schwalboss in der Mega-Evolution sieht auch noch in dem Fanartwork hier richtig nice aus. Von daher mein Platz Nummer 5. Platz 4. Oh Leute, wir sind schon wieder in Unova, beziehungsweise in einer in der 5. Generation, nämlich Flatiamo heißt das gute Pokémon, dachte ich. Und Flatiamo ist ein Pokémon, was an und für sich ziemlich cool ist. Also wenn man es mal spielt, wenn man es schon ein paar Mal gespielt hat im CP, weiß man, dass es ziemlich cool ist. Aber an und für sich fehlt dem Pokémon einfach ein ziemlicher Buff, denn es hat nicht die besten Statuswerte, es hat nicht den besten Movepool. Aber es könnte wirklich gut werden. Es ist ein, naja, es ist ein knuffiges Pokémon, kann man nur sagen, es ist Geschmackssache. Ich finde es jetzt nicht so mega niedlich, aber hier in der Mega-Version, wie es hier gemacht ist, finde ich es doch schon ziemlich cool mit so einem Dracula-Umhang. Passt es doch schon sehr, sehr gut und von daher, Flatiamo wäre eine verdiente Mega-Version, wie ich finde. Und auch bei mir auf Platz Nummer 4. Platz 3. Und da kommt schon das nächste Einhalt-Pokémon, nämlich Fassasnob. Ich hatte vor kurzem einen kleinen Kampf gegen lieben Sirlo und ich muss echt sagen, Fassasnobs Movepool ist echt die Tonne. Es kann nicht viele Attacken, es hat total bescheidene Stats, also ich habe echt schon bessere Flug-Pokémon gesehen oder bessere Stadtflug-Pokémon gesehen als Fassasnob. Und ich frage mich echt, was sich Game Freak bei den Statuswerten und beim Design von Fassasnob gedacht hat. Deswegen richtiger, schöner Buff in allen Werten am besten und dann dem Pokémon mal einen gescheiten Movepool geben, dass man es auch spielen kann. Aber so wie es jetzt ist, ist es eigentlich kein Wunder, dass es total für die Tonne ist an und für sich. Es sieht nicht mega gut aus, es hat nicht die mega coolen Moves, es hat nicht die mega guten Stats. Das ist ein Pokémon, das braucht eine Mega-Evolution. Genauso wie Tauboss, man hat es damals gesehen. Tauboss kam nie irgendwie hoch in ein höheres Tier und dann kam die Mega-Evolution. Jetzt ist es knapp unter dem OU im BL, weil es einfach rockt mit der Fähigkeit und mit dem Movepool. Und von daher wird das gleiche für Fassasnob auf Platz 3. Platz Nummer 2 geht an eines meiner Lieblings-Käfer-Pokémon und ich, ja, ich stehe auf die Schmetterlings-Pokémon, Leute. Ich gebe es dazu, ich mag die Schmetterlings-Käfer-Pokémon. Und zwar ist es unser kleines Beautyfly oder Papinella auf Deutsch. Und das ist ein Pokémon, was ich echt ziemlich gerne spiele, was total niedlich ist. Also, es ist halt echt, ich finde es niedlich, Leute. Ich gebe es zu, ich finde es niedlich. Und
Es fehlt ihm einfach irgendwas. Gerade Bibo, man hat es gesehen, man kann auch ein schlechtes Kehr-Pokémon zum guten Kehr-Pokémon machen mit einem guten Buff. Und hier ist genau das gleiche bei Smetbo, es fehlt einfach irgendwas. Lieber ein bisschen mehr Moves und bessere Fähigkeiten sind halt auch grundlegend für gute Pokémon. Also wenn die Pokémon gute Fähigkeiten haben und noch einen halbwegs akzeptablen Movepool, dann werden es auch gute Pokémon im CP. Aber hier haben wir zwar den Movepool, aber so richtig gute Fähigkeiten haben wir nicht und die Stats sind auch nicht so gut, dass es die schlechten Fähigkeiten wiederum ausmerzen kann. Von daher, bitte gebt Papinella eine Mega-Evolution. Ich will den kleinen Schmetterling sehen. Nicht im OU, eventuell im UU, vielleicht sogar im RU, wäre mir auch noch egal. Aber ich möchte ihn bitte öfters benutzen. Mehr Liebe für Papinella auf Platz 2. Und auf Platz Nummer 1 ist die gute alte Generation 1 Romantik. Wenn ich euch vor die Wahl stellen würde, Tauboss oder Ibitak, würden sich bestimmt 80% für Tauboss entscheiden, einfach weil Tauboss cool aussieht, weil es ein cooles Pokémon ist, weil es nicht aussieht, als hätte man vorher mit einem Pumpgun draufgeschossen. Ibitak sieht scheiße aus, ich gebe zu, ich mag es echt nicht, ich mag Ibitak echt nicht. Habitak sah eigentlich ziemlich cool aus, aber als ich dann die Evolution gesehen habe von Ibitak, nee Leute, nee, das sieht aus wie dreimal draufgeschossen und es lebt halt immer noch. Und darum braucht Ibitak unbedingt eine Mega-Evolution mit guten Stats, neue gute Moves, eventuell noch ein guter Zweityp, das wäre auch sehr, sehr wichtig für Ibitak. Und wenn wir schon von guten Stats und guten Typen reden, eventuell sogar noch Orkanschwinge als Ability, dann muss der ja Init-Wert nicht so mega gebufft werden, sondern man kann sich mehr auf andere Werte beschränken. Denn das Ding braucht Attack, das Ding braucht Init und das braucht auch ganz, ganz viel Defense eigentlich, damit es auch wenigstens mal einen Move tanken kann. Und darum ist bei mir auf Platz 1 in der Top 7 der Mega-Flug-Pokémon, die ich mir für Sun and Moon wünsche, Ibitak. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ihr habt jetzt die Chance, in die Kommentare zu schreiben. Das ist eine Scheißliste, das ist eine gute Liste. Ich liebe dich, ich bin ein Kind von dir. Ist mir egal. Aber bitte schreibt eure Meinung zu der Top 7 in die Liste. Wir sind fast durch mit den Mega-Pokémon und ich finde es richtig gut, dass ihr da so viel Feedback abgibt, so gute Bewertungen dabei rumkommen. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß, die Listen für euch zu machen und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, wenn es dann zwei Listen gibt. Was es dann gibt, werde ich nicht sagen. Aber wir bewegen uns aufs Ende zu. Es kommen noch normal Pokémon, es kommen die drei Stopptypen, Vollwurst und Pflanze, da könnt ihr euch auch schon mal drauf gefasst machen. Und es macht mir sehr viel Spaß. Das war's von mir. Schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.